So, dann wieder hallo und herzlich zurück zu einer wunderbaren weiteren neuen Ausgabe von Need for Speed Unbound. Wir sind zurück im Volume 6 Update. Ihr seht schon einen der neuen Welpen im Hintergrund, nämlich den neuen Audi RS6. In diesem kleinen Video wollen wir mal ein bisschen drüber schauen, was sind denn die neuen Inhalte, die wir mit Volume 6 denn bekommen. Weil, ich kann euch schon mal so viel sagen, direkt ohne flying Fahrzeug tunen, ist mit den drei neuen Audis gar nicht so einfach möglich. Aber da wollen wir mal ein bisschen erstmal drüber reden. Ja, wie ihr seht, hat sich erstmal hier in dem Menü schon ein bisschen was geändert. Wir haben nämlich oben links ein paar neue, sagen wir mal, zeigen. Wir haben einerseits ein Overall-Rank mit bis zu 200 Leveln in Volume 6. Mit jedem Level, mit jeder Volume gibt es mehr Level, was cool ist. Und diesen Level-Rang könnt ihr sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer mit einfach Spielen leveln. Und mit jedem Level-Up gibt es dann XP-Bonus, Geld-Boni und sowas. Und durch die XP-Boni hört ihr schon, jo, der Speedpass ist jetzt auch kein Multiplayer-exklusives Ding mehr, sondern wenn ihr im Singleplayer spielt und da Dränge hochmacht, könnt ihr auch dort euren Speedpass leveln und auch die Inhalte, die dort drin sind, freischalten, weil große Änderung im Vergleich letzten Volumes ist, dass die neuen Fahrzeuge nicht über irgendwelche Multiplayer-Herausforderungen reinkommen, sondern alle drei Fahrzeuge, der neue Audi RS6, dann der Audi R8 und der Audi S5, die aus Seed zurückgekommen sind, diese Fahrzeuge sind alle rein über den Speedpass freischaltbar. Heißt, wie gesagt, auch Singleplayer freispielbar. Und der RS6 selber ist leider ein Premium- bzw. kostenpflichtiger Inhalt. Er ist nämlich Teil des sogenannten neuen Premium-Speedpasses, der reingekommen ist. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, dafür wurden die ganzen DLCs abgeschafft. Wir hatten ja vorher dieses Rackpack und pipapo, am Ende hat man gefühlt $30 in DLCs reingepulvert. Das ist jetzt mit Volume 6 nicht mehr der Fall. Es gibt einmal den Speedpass im Premium für 10 Dollar oder 10 Euro. Und wenn wir dort mal reingehen, kann ich euch direkt mal zeigen, bekommt man eben einerseits den RS6 und eben diese ganzen goldunterlegten Belohnungen. Die bekommt ihr dann eben im Rahmen des Premium Speedpass und ihr seht alles, was normal schwarz-grau ist hier, das bekommt ihr, wenn ihr ganz normal einfach spielt. Dafür müsst ihr kein Geld ausgeben. Und da sind unter anderem eben der R8 und eben auch natürlich der Audi S5 enthalten. Die beiden Fahrzeuge sind komplett kostenlos und ihr könnt ihr jederzeit einfach freispielen. Das ist an sich, wie gesagt, eine schöne Lösung. 10er, finde ich, tut alle 3-4 Monate jetzt nicht unbedingt jemand weh. Einfach mal eine Runde weniger Meckes gehen, 10er hier reinpulvern und ich finde, man hat dann echt ganz guten Deal mitbekommen. Ja, wie gesagt, hier sind die Fahrzeuge auf jeden Fall drin und es gibt eine große Änderung. Hier haben wir nämlich den Audi RS6, den wollte ich euch unbedingt mal gezeigt haben. Aber ich kann euch ihn heute noch nicht im kompletten Umfang zeigen, weil wenn wir nicht auf Bodykits gehen, seht ihr, das ist aber ganz schön leer. Und wenn ich auf Karosserieteile gehe, seht ihr auch hier, das ist aber ganz schön leer. Und das hat einen, ja, relativ markanten Grund. Wenn wir nämlich nochmal in den Speedpass reingehen, sehen wir hier die Fahrzeuge. Und dann gibt es solche Sachen hier, wie zum Beispiel Nextech Karosserie Kit. Ja, die Bodykits der Fahrzeuge sind nämlich Teil des Speedpasses. Eine Sache, die, sagen wir mal, Criterion Games abändern wollte. Sie wollten den Speedpass deutlich autoorientierter machen. Es gab ja vorher Sticker für die Banner und so anderen Firlefanz. Und eben natürlich auch, sagen wir mal, also wirklich Sachen, die einfach keinen gejuckt haben. Und jetzt sollen die Inhalte wirklich halt fahrzeugorientiert sein. Heißt, die Bodykits für die jeweiligen Fahrzeuge, ja, die müsst ihr, ihr seht zum Beispiel hier eben, ja, über diesen wunderbaren Speedpass freischalten. Hier ist zum Beispiel auch weiterer S5 Bodykit. Hier haben wir dieses wunderbare, ja, Karosserie-Kit. Einfach mal im Audi S1 Gruppe B-Style für den Audi RS6. Das ist schon ziemlich geiler Shit. Hier so Infinity-Kennzeichen und so Kram. Und ich finde die Aufteilung, muss ich sagen, so von Premium zu kostenlos auf jeden Fall sehr in Ordnung. Wir haben natürlich auch hier so ein paar Custom Bodykits wieder, die auch dann trotzdem kostenpflichtig sind. Andere Charaktere, die wir spielen können. Rydell zum Beispiel ist einer der Charaktere, der ist Teil des zum Beispiel Premium Speedpasses. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Fahrzeug im Rahmen des Premium Speedpasses. Darius R8 in Neuauflage, finde ich ganz schön, dass hier reingekommen ist. Wir haben noch Felgen und allem drum und dran. Und diese sogenannten Projektionen, die sind auf jeden Fall neu, weil das gab es vorher so für das Fahrzeug noch nicht, soweit ich das im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ah, das ist hier, Projektionen. Die sind jetzt auf jeden Fall neu. Die werden dann die ganze Zeit in der Fahrzeuge angezeigt. Ein bisschen wie eine Einstiegsbeleuchtung. Das ist auf jeden Fall ein neues Feature, was reingekommen ist. Und ja, deswegen kann ich euch noch gar nicht so viel von den Fahrzeugen zeigen, weil ich muss erstmal die Bodykits freispielen. Ich habe da noch gar nichts frei. Heißt, wir müssen uns da mal schön in den Speedpass reinhasseln. Also, da werden wir uns auf jeden Fall mal reingönnen. Das werden wir, denke ich, heute Mittag, Nachmittag auch schon auf Twitch machen. Da einfach mal meine Social-Media-Kanäle auf dem Schirm halten. Und dann werden wir da schön reinhasseln und hochleveln, weil wir wollen natürlich diese Autos auch tunen. Das ist natürlich, denke ich mal, klar, dass wir da auf jeden Fall reingehen wollen. Aber wir haben auch ein schönes anderes neues System. Nebenbei gibt es hier auch jetzt den Banner. Gibt es jetzt ein bisschen andere Möglichkeiten noch, weil er ja noch ein Level hat. Wir gehen aber mal auf den Multiplayer, weil hier ist die größte Änderung neben den drei neuen Fahrzeugen passiert. Wenn ich mir aufs Spiel suchen gehe,
ploppt dieses Bild auf. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, zwischen einer freien Fahrt zu wählen und ja, einem dedizierten PvP-Modus, wo eben dann Leute nur Multiplayer, nur Rennen spielen können. Da gehen wir jetzt gleich mal rein, weil da können wir den R6 euch zumindest, kann ich euch schon mal ein bisschen ausgiebiger zeigen. Hast du was zu beweisen? Testen können in einem dedizierten PvP-Modus, neben es um schnelle rein Rennbewerb mit sich regelmäßig entwickelnden Playlists gibt. Ja, das sind die 6 Playlists, die es hier gibt. Ihr seht, die werden immer wieder durchgewechselt. Wir haben Quick Race, da wird eine beliebige Playlist ausgesucht vom Spiel. Dann haben wir R6 Rush, wo auch gerade ein Geld- und XP-Boost drauf liegt. Straßenrennen, Events nur mit dem Audi R6 Avant. Alle haben das gleiche Fahrzeug. Dann gibt es nochmal ausgeglichenes mit dem Audi R8, dass man den auch mal testen kann. Und dann haben wir eben hier unten S Plus Volume 6. Komplett neue Straßenrennen-Events mit Fahrzeugen der Stufe S Plus eingeführt in Volume 6. Insgesamt gibt es 25 neue Rennen im Rahmen dieser Volume. Mit jeder Volume sollen neue hinzukommen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles System. Freut mich sehr, dass auf jeden Fall sowas reinkommt in dedizierter PvP-Modus. Ihr könnt auch weiterhin Playlists über den Freeroam starten, dann sucht ihr aber natürlich nur mit den Leuten, die auch gerade im Freeroam aktiv sind. Das ist dann wieder die eigene Lobby. Aber ich denke mal, das sollte hier schon mal einige Probleme beheben, würde ich mal meiner Meinung nach ganz klar sagen. Ich würde sagen, wir gehen R6-Watch rein und gucken mal, wie schnell das jetzt geht, weil das ist natürlich jetzt ein wichtiger Punkt. Wie schnell finde ich denn jetzt damit in der Lobby? Wie schnell kriege ich mal Leute voll? Ne? Das wäre auf jeden Fall interessant, weil natürlich dadurch, dass du nur so einen kleinen Ausschnitt immer zur Verfügung gibst, hast natürlich den Vorteil, dass du natürlich ein bisschen mehr die Leute komprimieren kannst. Sache ist, was sie im selben Zug gemacht haben, sind die Belohnungen bei den Events ein bisschen angepasst. Weil normalerweise hat man ja, umso mehr Spieler drin war, einen höheren Multiplikator bekommen. Das wurde jetzt reduziert, weil natürlich durch das System eher häufiger volle Lobbys stattfinden und der Multiplikator damit eigentlich so ein bisschen obsolet ist, muss man ganz klar sagen. Dementsprechend hat man sich entschieden, den ein bisschen zu reduzieren. Und als Sieger kriegt man weniger Geld, als Letzter aber ein bisschen mehr Geld. Das Balancing wurde ein bisschen angepasst. Finde ich auch wieder sehr praktisch. Ihr seht, ja, kommen jetzt schon Leute rein. Wir hatten jetzt schon Leute mit Level 9 hier am Start, was natürlich schon mal wild ist. Oh, und wir fahren auch schon in RS6. Also wir fahren in Stock, Serienleistung, Sport 48er Score. Aber ihr seht, ich bin sehr im Bodykit. Heißt, wir können schon mal ein bisschen gucken, wie dieser Kollege so aussieht. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das Ganze hier abläuft und auch natürlich, wie das Level am Ende abläuft. Da bin ich auf jeden Fall interessiert dran. Und wie der RS6 sich fährt. Weil das ist noch ein wichtiger Punkt. Der R6, der S5 und der R8 haben ein Custom Handling bekommen. Die Fahrzeuge wurden angepasst und, oh, die Leute fahren wirklich random Bodykits. Das ist ja geil. Okay, jeder kriegt irgendwie eine random Konfiguration des Fahrzeugs zugeschrieben. Das ist ganz nice. Also glaube ich zumindest mal, weil meiner hat ja schon Bodykit dran. Auf jeden Fall haben diese drei Fahrzeuge ein überarbeitetes Handling bekommen, insbesondere was Grip und Driftverhalten angeht, um ein bisschen rumzuprobieren, ob das eine Sache ist, worauf die Leute eher Bock haben. Und das persönlich feiere ich sehr hardcore. Bin ich sehr großer Fan von, dass hier ein bisschen mit dem Handling mal rumprobiert wird. Weil es gibt natürlich so ein paar Sachen. Das Spiel hat immer so seine Spikes beim Driften und sowas. Dass der Wagen komisch gesnappt ist und so Kram. Und da möchte man ein bisschen dran arbeiten. Nicht alle Fahrzeuge haben das bekommen. Wie gesagt, nur die drei Audis. Und übers Reddit möchte man sich dann Feedback einholen, ob das sich besser anfühlt, schlechter anfühlt. Und dann kann man das natürlich nach und nach auf die anderen Fahrzeuge übertragen. Was ich schon mal sehr gespannt bin. Ich muss sagen, was ich gerade schon mal direkt merke. Boah, danke Digga. Direkt merke. Der Drift-Entry, der fühlt sich deutlich anders an. Also der Drift-Entry ist auf jeden Fall deutlich, deutlich anders spürbar. Also meiner Meinung nach finde ich das hier, ja, doch. Wie der Wagen in den Slide reingeht und wie ich es kontrollieren kann, das ist nicht das standardmäßige Unbound-Gefühl. Es ist ein bisschen leichter, ein bisschen seichter zum Einleiten, was ich sehr, sehr gut finde. Und mir natürlich schon dieses Gefühl gibt, so, man hat ja gesagt, Drift-Handling und Drift-Events wird ja mit Volume 7, mit dem Underground-Update, angepasst und da bin ich dann vor allem darauf gespannt, weil wenn ich jetzt schon merke, wie sich das jetzt hier fährt, kann ich mich eigentlich schon aufs Drift-Update freuen, weil das ist vom Gefühl schon mal deutlich mehr in die Richtung, wie ich mir das, ich sag mal ehrlich, wünschen würde. Bin ich ehrlich. Also das finde ich hier schon ganz cool. Ich finde auch sehr cool, dass in der Playlist wirklich die Fahrzeuge randomized werden, also dass jeder irgendwie R6 entweder mit oder ohne Bodykit bekommt. Das finde ich ganz cool. Das feiere ich ein bisschen. Dass man die Bodykits so freispielen muss, also ist es so ein bisschen Zwiespalt bei mir, mit dem, was das Thema angeht. Weil einerseits fand ich das damals bei Need for Speed Heat mit dem Black Market Update ganz cool, dass da eben ein bisschen Spielzeit hinter war. Andererseits würde ich meinen Wagen auch gerne customizen. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt auf jeden Fall Motivation zu spielen und den Speedpass durchzugrinden. Weil ich will ja den R6 tunen. Ich will ja den R6 für euch tunen, heißt, ich muss so lange reingrinden, bis ich hier alle Bodykit-Parts für dieses wunderbare KRZ frei habe. Und da ist, denke ich, ein bisschen Arbeit hinter. Da müssen wir, denke ich, ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber, ey, das ist vollkommen fein. Deswegen werden wir, wie gesagt, nachher mal einen Stream anschmeißen. Weil, wie gesagt, die Fahrzeuge kann ich euch ja jetzt noch nicht im großen Umfang zeigen, um da eben ein bisschen drauf eingehen. Ihr seht diese
Neuansteiger-Tags, das sind auch Sachen, die wir mit Level-Ups freischalten, die wir uns dann einstufen können. Das ist halt so klassischer Multiplayer-Kram. Ne? Das ist jetzt hier nichts, wo Need for Speed am Bauen jetzt hier gerade die Welt neu erfindet, aber ich meine, es ist nice to have. Man sieht ein bisschen, wie viel Spielzeit man hat. Ist natürlich schade, dass wir das alte Level-System erst hatten, dann gegen den Speedpass getauscht haben. Jetzt haben wir beides parallel. Ja, ich meine, man probiert sich aus. Ist alles gut. Ich meine, wir haben zumindest eine Motivationsgrundlage. Also alles cool. Also die Autos wirklich randomized, ist ganz cool. Finde ich ganz nice. Weil der R6 ist auch ein Wemser, ne? Und wir haben ja hier gerade bei mir schon, bei meiner Version, ein wunderbares White Body Cape drauf, meine lieben Damen und Herren. Das Ding ist ja schon ein bisschen fetter. Und wir haben ja auch ein paar andere neue Tuning-Sachen. In der Projektion habt ihr schon gesehen. Wir haben Infinity-Kennzeichenhalter. Also das sind ja die so unendlich aussehen. Und auch Felgen. Das sind aber nicht die, die wir seit Anfang an des Spiels drin hatten. Wir hatten ja schon, durch Modding konnte man sich also Infinity Rims schon freischalten. Das sind aber nicht die, die wir jetzt hier im Spiel haben, weil die im Spiel wurden nochmal deutlich überarbeitet, haben deutlich mehr Detailgrad bekommen. Die anderen haben sehr basic gewirkt und ja, da hat man auf jeden Fall nochmal ein bisschen Arbeit reingesteckt, das Ganze sich mal genauer anzuschauen. Boah, ich bin, keine Ahnung warum, aber der R6 fährt sich insane angenehm. Also das Handling gefällt mir richtig gut. Bin ich ehrlich? Sehr großer Fan davon. Ah ja, nebenbei diese Playlist, die könnt ihr auch vor allem in den Premium Speedpass nicht haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die Playlist ist nicht nur Premium Speedpass-Leuten vorenthalten, sondern hier kann jeder rein, um den R6 mal zu fahren, zu gucken, ob man dafür das Geld ausgibt. Aber wie gesagt, ich finde die Preispolitik jetzt deutlich spielerfreundlicher. Du zahlst einen Zehner, kriegst ein cooles neues Fahrzeug, kriegst coole Bodykits, ein paar neue Tuning-Optionen und. Und finde ich, hast du mehr von, als wie gesagt, fast 20, 30 Dollar für ein paar Special Body Kits, weil da waren ja keine neuen Autos bei, Special Body Kits auszugeben und ein paar coole Klamotten und so Kram. Also da, wie gesagt, waren wir ja alle einig, die letzten die DLCs waren preispolitiktechnisch nicht in Ordnung. Der ist aber stark auf Break the Drift eingestellt, der Kollege hier, also man kann ihn schön in die Kurve reinsliden. Und das war einfach, wie gesagt, fand ich viel zu teuer. Und ich habe mir die ganze Zeit gehofft, okay, dann lass den Speedpass bitte nur so ein 10er sein und ich finde, das ist vollkommen okay. Das ist so, nennen wir es mal liebevoll, Industriestandard, also das ist halt so der Klassiker ist so, der Speedpass kostet 10er. Und man hat ja hier ein bisschen Spielzeit damit. Und ja, wir gucken jetzt gleich mal, wie schnell wir da reinleveln. Wenn wir jetzt hier mal so eine Playlist gefahren haben, sehen wir ja gleich mal einen ganz kurzen Eindruck, wie schnell kommt man denn durch den Speedpass, wie schnell levelt man denn. Dass wir mal so einen kleinen, ja, Einblick bekommen. Ich finde es natürlich cool, dass diese Inhalte natürlich, dadurch, dass jetzt alle Fahrzeuge Speedpass-Inhalte sind, boah, fick dich doch, Digga, dass die natürlich jetzt auch für die Singleplayer-Spieler verfügbar sind. Mehr Update hat der Singleplayer nicht bekommen. Ich weiß, viele Leute würden sich mehr wünschen, dass der Singleplayer auch natürlich ein dedizierter Update bekommt. Aber ihr kriegt die Fahrzeuge und alles, was man hier so level upen kann, alles halt auch im Singleplayer. Also wie gesagt, dieses ganze Ranking-System ist auch komplett für den Singleplayer nutzbar. Und dementsprechend könnt ihr euch da auch alles freischalten. Und dadurch, dass ihr nicht mehr auf die Herausforderung gelegt ist, sondern jetzt auf Speedpass-Inhalte, habt ihr da auf jeden Fall mehr von, muss man ganz klar sagen. Ich bin ein sehr großer Fan vom R6, also ich bin auch sehr gespannt, wie der R8 und so sich dann fährt, weil das dürfte auch nochmal ein kleiner Gamechanger sein, weil die fahren sich auch nochmal ein bisschen anders. Aber das macht Spaß, das macht sehr viel Spaß. Wow, das war gerade die creepyste Animation meines Charakters, die ich jemals gesehen habe. Holy shit. Ja, mein Dude war gerade kurz von Dämonen besessen. Ganz kurz war dann Dämonen drin. Aber eine volle Playlist zu haben mit 8 Leuten ist so, das ist surreal. Das macht einen komplett nervlich fertig. Das ist komplett nervlich fertig, ey. Aber das ist cool, ey. Endlich einfach nur reingehen, Rennen fahren. Ich muss nicht in Premium, ich kann einfach bam, bam, bam Rennen fahren. Weil klar, ich mag die Premium-Aktivitäten, die werden wir auch immer noch machen. Ich habe Bock auf Link-Ups, ich habe Bock auf Kopfverfolgungsjagden. Alles cool. Ich vermute auch, dass sie mit Volume 8 mit dem Hauptbestreet-Update noch ein bisschen krasser werden. Aber wenn ich jetzt einfach Bock auf Rennen fahren habe, gehe ich nicht im Free und muss beten, bei Gott, dass ich irgendwen finde. Sondern es geht hier einfach los. Man muss natürlich sagen, ich habe natürlich ein bisschen weniger Auswahl hier. Ne? In Free kann ich mir meine Playlist natürlich selber aussuchen. Hier haben wir 3 vorgeschriebene Playlists. Also wie gesagt, die S-Plus-Playlist, die, ja, die Audi, beiden Audi-Playlists. Und dann haben wir eben natürlich die Random-Playlist. Also da ist dann, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da ein Voting-System oder so gibt. Das würde ich mir halt noch wünschen. Vielleicht gibt es das da schon, werden wir auf jeden Fall nachher im Stream mal rausfinden. Wenn es das gibt, cool, wenn nicht, auf jeden Fall eine Sache, die man erwähnen sollte, dass man den Leuten ein Voting bei den Playlists zur Verfügung gibt. Oh, ja. Checkpoint verpasst, das war so klar. Haben die Crashcam reduziert oder habe ich einfach nur per Zufall gerade keinen Unfall gebaut? Weil ich meine, es war schon ein relativer Frontalhit, den wir da mitgenommen haben. Sorry, Bro. Fabi, der letzte Arschloch, Alter. Aber das Tuning-Teile, also man sieht ja jetzt schon mal so einen kleinen Forger, was man mehrere Sechse bauen kann. Wir sehen das ja hier im Feld ganz gut.
Man kann ihn auf jeden Fall noch breiter bauen, aber ich glaube nur dieses Gruppe B Body Kit ist wirklich viel breiter. Okay, es gibt noch Crash Camps, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich wurde gerade dazu genötigt, das mal auszuprobieren. Ja, schade, ey. Ich war eigentlich ganz gut mit den Punkten gerade hier am Abgehen, aber Rennen Nummer 3 läuft jetzt hier gerade, ich sag mal, steil bergab. Steil bergab, drücke ich es mal liebevoll aus. Das läuft nicht so gut. Hopp, das liegt der nächste RS6 durchs Bild. Oh, zwei sogar. Oh, geil, 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 geil. Wir sind wieder Vierter, wir sind wieder Vierter. Noch ist alles offen, noch ist alles offen. Vamos los. Die Jungs bauen ganz schön viel Mist. Obwohl, die anderen haben ganz schön viel Vorsprung. Aber erstes Feedback vom Handling. Wenn die alle Autos so fahren, go for it. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn wir den RS6 oder so haben, nochmal ein... wir haben ihn ja. Der Leistungsabbau könnte ich ja theoretisch schon machen. Wir müssen auf jeden Fall mal ein Grip-Bild machen, weil ich auf jeden Fall gucken, wie sich da fährt. Weil die haben gesagt, sowohl extrem Grip als auch extrem Grip hat starke Überarbeitung bekommen. Weil beide irgendwie so... Die hatten beide so snappy Angewohnheiten. Also Grip hat manchmal abrupt gepackt, Drift hat manchmal abrupt gepackt. Und das sollte wohl alles jetzt Geschichte sein im Rahmen des Volume 6 Updates. Oder mit, ja eben, Volume 6 mit den Audis. Ich bin sehr gespannt, wie schnell sie das Handling anpassen für die anderen Fahrzeuge, wenn das jetzt hier auf positiven Anklang kommt. Wie gesagt, erster Eindruck ist gut, aber wie gesagt, ich fahre ja gerade nur ein Handling-Setting, dementsprechend ist das natürlich noch kein festes Bild. Wir fahren auch, glaube ich, noch keine neuen Strecken, weil es gibt wieder 25 neue, aber ich glaube, wir haben in dieser Playlist jetzt noch keine davon erlebt. Ich weiß auch nicht, ob die Playlists immer dieselben Rennen sind oder ob die Audi R6 Playlist dann auch verschiedene Rennen hat, weil das wäre natürlich doof, weil sonst wäre es übel schnell repetitiv. Aber ich vermute, dass sie alle sehr nah dran sind und dann einfach diese random linke Playlist man eher dann fährt, wenn man neue Sachen erleben möchte. Und ich meine, wir kriegen ja einmal wöchentlich neue Playlists. Und da wollen sie auch Infos zu haben, per Feedback, ob die Playlists so wie sie sind cool sind oder ob man da noch Anpassungen geben sollte. Ja gut, erster werde ich jetzt, glaube ich, leider in dieser Meisterschaft nicht. Rennen Nummer 3 lief jetzt nicht so gut. Aber egal. Wir sehen jetzt gleich trotzdem mal, wie schnell wir leveln und wie viel das im Speedpass ausmacht, weil das ist natürlich auch ein relevanter Punkt. Wie schnell komme ich denn in den Speedpass? Wie schnell kann ich denn mein RS6 voll auftunen? Weil das wäre natürlich ein interessanter Punkt. Aber wie gesagt, ich finde an sich, also wie gesagt, mit den Bodykits, ich hätte sie gerne so freigeschaltet. Also ist das Freischalten aber auch cool, weil ich einen Grund habe zum Zocken. Also, ja, ich bin auch sehr zwiegespalten, was das System angeht. Aber dass man mehr mit dem Speedpass die Tour, mehr Relevanz im Speedpass hat, ist schon ganz cool. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben schon einen mit Level 9, Bruder. Da hat aber jemand direkt reingehasselt. Ja, wir sind Zweiter geworden, das ist okay. Wir sind Zweiter geworden, das ist zumindest mal ganz praktisch. So, 90.000, 8.000 XP. Ich habe keine Ahnung, wie viel Level mir das bringt. Sehe ich das jetzt irgendwo? Okay, ich könnte jetzt direkt wieder raus. Okay, ich könnte in dieser Playlist bleiben. Dann geht es direkt weiter. Okay, das ist schön, dass eine Lobby weiterhin existiert. Man könnte also theoretisch das nächste Rennen schon fahren. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es dieselben Rennen waren. Aber es soll jetzt auch egal sein. Ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken. Wir sind auf jeden Fall Level 2 im Rank mit einem Rennen. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht exponentiell stärker wird. Also bei meistem Level-System ist ja, du brauchst immer mehr XP, umso höher du kommst. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier abläuft. Okay, das ist ein... Es wäre praktisch, wenn ich in meiner Garage bleiben könnte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was falsch gedrückt habe oder nicht, aber es wäre echt praktisch, wenn ich in der Garage bleiben könnte, wenn ich da rausgehe. So, weil ich würde das ja hier gerne sehen. So, Speedpass haben wir, ich glaube, ein Level gemacht. Wenn wir ehrlich sind. Weil wenn wir jetzt oben gesehen haben, Speedpass sind wir jetzt, haben wir Level... Haben wir überhaupt ein Level gemacht? Ne, sind wir noch nicht, weil wir sind noch nicht mal im weiteren Level. Oben in Rank sind wir Rank 2, aber da sehe ich auch nicht, wo der maximale Rank ist, ne? Sticker, Audio, Titel. Ah, hier sind die Titel. Ah, okay, hier sind die Titel. Und wie ist mein Fahrstil? Neuanstellen, gar nicht mal so schlecht. Sieg in Aussicht, beep, beep, mich zu verlieren. Das beep, beep, den finde ich immer noch super. Rostige Fehler, Windschatten. Okay, hier haben wir auf jeden Fall viele schöne... okay, das ist mein Titel. Etwas Zubehör, keine Ahnung, das sehe ich mich. Wunderbar, das nehme ich. Das ist einfach mein Titel. Hier kann man das auf jeden Fall so ein bisschen noch anpassen. Banner speichern und dann sehen die anderen Leute das. So viel auf jeden Fall zu diesen wunderbaren neuen Playlists. Wie gesagt, schönes System auf jeden Fall, bin ich riesen Fan von. Ihr seht, ich habe XP-Boost, aber ich glaube, der kommt beim Premium-Speedpass. Da kann man eine Stunde dann mal richtig reinhasseln. So viel auf jeden Fall zum Ersteindruck. Das sind so, wie gesagt, die Main-Sachen. Ich packe euch aber mal den Changelog unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das nochmal durchlesen, weil es gibt natürlich noch ein bisschen mehr in diesem wunderbaren Update, dass ihr euch auf jeden Fall reinschauen könnt. Aber wie gesagt, das PvP-Update finde ich ein riesen Game-Changer. Ich finde den Speedpass deutlich, deutlich interessanter, weil, wie gesagt, die Inhalte finde ich einfach deutlich spielrelevanter, weil es halt einfach, wie gesagt, nicht so viel Firlefanz ist. Ich glaube, es ist überhaupt Kleidung drin diesmal. Ne, ich glaube, wir haben keine Kleidung diesmal drin. Ich finde halt cool, dass die Modelle aus der Karriere jetzt auch im Multiplayer nutzen, dass man die dann nutzen kann. Aber wir haben, glaube ich, keine. Ne, wir haben wirklich keine Klamotten. Ah ja, yeah, gut, das ist noch eins der Custom Body Kits für den RS6. Ihr seht natürlich auch hier
ja, RS6 an, Audi S1 angelehnt. Was ich aber cool finde, dass dieses Bodykit fast in einer anderen Variante auch als Spieler nutzbar ist. Weil ihr seht, das ist natürlich hier das Michel Montand, ne? Gruppe B Bodykit. Aber wir haben ja weiter vorne, ihr habt ja schon gesehen, das Bodykit, was relativ nah dran ist und uns trotzdem diese Möglichkeit bietet, den Wagen relativ nah an diese, ich sag mal, Optik zu bauen. Ich muss mal kurz gucken, wo es ist, damit ich euch das nochmal zeigen kann. Da, ihr seht ja dieses Bodykit. Außer dass die Lippe vorne, die ja noch ein bisschen mehr Hillclimb ist, ist hier das Bodykit recht nah dran. Was ich sehr cool finde, weil das war ja auch eine Sache, die wir stark kritisiert haben. Die Legendary Bodykits haben coole Teile, die wir aber nicht einzeln nutzen können. Das ist anscheinend der Fall, dass das wohl geht. Dementsprechend, ja, William 6 endet in 72 Tagen. Es gibt jetzt schon Enddatum. Wait, 72 Tage, was ist denn das? Ja, okay, krass, gibt ja schon Enddatum, guck mal an. Aber ja, gut, wir wissen ja auch schon, wann ungefähr spätestens die nächste Update droppen soll. Das ist ja spätestens im Mai. Dementsprechend passt das ja. Aber das auf jeden Fall so viel zu meinem ersten Eindruck. Wie gesagt, neues Speedpass feiere ich sehr, finde ich viel besser als die DLC-Politik. Klar kostet er 6 dadurch Geld, aber wie gesagt, ein 10er, ich denke mal, den hat man mal alle 3-4 Monate übrig. Ich bin damit vollkommen fein, dass recht, wenn die Leute hiermit unterstützt werden. Das Level-System finde ich ganz cool, weil es noch ein bisschen mehr zu tun gibt. Auch vor allem für Singleplayer-Spieler ist es ganz relevant. Und das neue Playlist-System ist ein absoluter Game-Changer, muss man ganz klar sagen. William 6 auf jeden Fall schon mal hart am Reinstarten. Der neue Game-Modus gewissermaßen natürlich dann nur PvP. Das hatten die ja gewissermaßen schon. Also der neue Game-Modi ist jetzt kein neuer. Er ist nur anders implementiert, aber so finde ich es sehr cool. Und wie gesagt, heute Mittag, Nachmittag werden wir uns auch immer noch mal in den Stream reinsetzen und natürlich diese 3 Autos hochzuleveln. Ich will ja was tunen, ne? Ich habe ja Bock, die Autos zu customizen. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Change.org findet ihr unter der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal reinschauen und damit sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping.